Meditieren für Skeptiker. Können auch Skeptiker meditieren? Wie würden Skeptiker meditieren? Muss man etwas glauben, wenn man meditiert? Muss man konventieren, wenn man meditiert? Ist Meditation etwas Irreales? Ja, darüber möchte ich sprechen. Mein Name ist Sukade von yoga-vidya.de. Zunächst einmal, die großen Yogameister, wie auch der Buddha selbst, haben gesagt, um zu meditieren, braucht man an nichts zu glauben. Mein Meister Samevishne Devananda hat auch gerne gesagt, es ist gut, wenn du zu Anfang gar an nichts glaubst. Mindestens keine vorgefassten Meinungen hast, was Meditation ist, wie sie wirken sollte und was du damit unbedingt erreichst. Sondern fange an mit einem offenen Geist. Sei kein Konservativer, der alles in Frage stellt. Im Sinne von nur das, was ich kenne, ist richtig, alles andere ist dumm. Sondern der wahre Skeptiker ist ja auch bereit, seine bisherigen Überzeugungen in Frage zu stellen. Also wirf deine bisherigen Überzeugungen mindestens mal vorübergehend über Bord und dann versuche die Meditation aus. Und wenn du magst, die Skeptiker wollen ja, bevor sie was ausprobieren, auch eine gewisse Evidenz haben. Es gibt zum Beispiel das Buch vom Ulrich Ott, Meditation für Skeptiker. Und dort erfährst du einiges über die Wirkung der Meditation. Was die Meditation mit dem Gehirn macht, was passiert mit dem präfrontalen Kortex, was passiert mit dem Stresssystem, welche, in, welche Stoffe werden ausgeschüttet, warum hilft die Meditation für Gesundheit, Konzentration und geistige Kräfte. Also Skeptiker können sich auch erstmal damit beschäftigen mit wissenschaftlichen Untersuchungen. Und danach probiere die Meditation aus. Und dann wirst du feststellen, wie Meditation für dich wirkt. Vielleicht auch noch etwas für Skeptiker. Manchmal wirkt die Meditation nicht beim ersten Mal. Manchmal musst du ein paar Mal meditieren und manchmal ist die erste Technik, die du ausprobierst, auch nicht die beste. So ähnlich wie du nicht sagen würdest, wenn dir einmal im Restaurant das Essen nicht geschmeckt hat, zu sagen, Essen ist nichts für mich, ich werde künftig nicht mehr essen. Und genauso wie auch, wenn du ein psychisches Problem hast, auch nicht nach der ersten Psychotherapiesitzung, die dir nichts gebracht hat, gleich sagen, Psychotherapie ist nichts für mich. Genauso, wenn du bei der ersten Meditationssitzung fühlst, irgendwo fühlt es sich nicht richtig an, heißt nicht, dass Meditation nichts für dich ist. Es gibt viele verschiedene Meditationstechniken, viele Meditationsarten und auch verschiedene Meditationsrichtungen, Meditationskursleiter und Leiterinnen. Probiere es aus. Nicht umsonst ist bei Yoga Vidya in dem zehnwöchigen Meditationskurs für Anfänger, den es zum Beispiel auch in den Yoga Vidya Stadtzentren gibt oder auch als kostenloser Videokurs, die Einführung in ein halbes Dutzend verschiedene Meditationstechniken und vier davon werden in zwei Varianten vorgestellt. Und so ist es gut, verschiedenes auszuprobieren, um dann festzustellen, was tut mir besonders gut. Ja, das war's für heute. Mein Name ist Sukhade von www.yoga-vidya.de